Vielen Dank, Herr Abgeordnete May. Als nächstes hat sich Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es war ein Riesenfehler, das UKGM zu privatisieren. Das Gezerre um das UKGM geht in die nächste Runde, Ausgang offen. Das darf nicht zulasten der Beschäftigten und der Gesundheitsversorgung gehen. Dafür trägt die Landesregierung Verantwortung. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Patienten bringt die Nachricht der Übernahme neue Verunsicherung. Seit dem Verkauf 2006 haben sich die Arbeitsbedingungen deutlich verschlechtert. Und es gibt Befürchtungen, dass mit der Übernahme der Druck auf das UKGM weiter steigen wird. Denn Asklepios ist dafür bekannt, seine Einrichtung unter dem Aspekt der Rendite zu führen, Fachbereiche zu schließen und alles, was unlieb ist, outzusourcen. Und Herr May, bereits im Oktober 2017 wurde von uns als SPD auf den Überbietungswettbewerb der Aktionäre hingewiesen. Und die Landesregierung zeigte sich wie immer völlig desinteressiert und unbekümmert. Das Land schaute in 2017 sowie in der frühesten Vergangenheit zurück und freute sich, solange sie nach eigener Auslegung des Konsortialvertrages die Rückkaufoption nicht ziehen musste. Was ist denn die Position der Grünen, Herr May? Für uns ist diese Haltung der Landesregierung mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Es ist zu befürchten, dass die Landesregierung nicht genau hinschaut, sondern wegschaut. Die Landesregierung hat ihre Kontrollpflicht nicht wahrgenommen und nimmt sie auch nicht nach. Nach wie vor ist mehr Transparenz, die wir als Opposition alle immer gefordert haben, nötig. Appelle an Rhön haben nichts gebracht. Daher muss, sollte eine Übernahme zustande kommen, Transparenz, Kontrolle und die Rolle des Landes endlich festgeschrieben werden. Und dann heißt es, sich als Landesregierung nicht wegzuducken, sondern das Kontrollrecht konsequent wahrzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass gute Rahmenbedingungen für Beschäftigte geschaffen werden und Arbeitnehmerinneninteresse berücksichtigt werden. Sagen Sie mir doch bitte, was hat die Privatisierung für die Beschäftigten und die Patienten gebracht? Was hat sich genau verbessert? Welche Vorteile haben wir davon? Sagen Sie es mir. Bin ich sehr offen für. Möchte ich gerne wissen. Und es ist nicht lang her, da haben wir über das UKGM, Herr Dr. Bartelt hat es gesagt, im Dezember hier diskutiert. Die Landesregierung bzw. die sie tragenden Parteien haben von Notstandsrhetorik gesprochen. Ich wollte dieses Wort eigentlich nicht noch einmal nennen, aber das ist das, was Sie gesagt haben. Und die Landesregierung teilt uns damals mit, sie sind in Gesprächen mit der Geschäftsführung, dass man den Letter of Intent und mit dem Zukunftspapier gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden habe. Für uns, muss ich Ihnen sagen, überwiegt Skepsis bezüglich der Übernahme. Und wir haben ganz viele Fragezeichen bezüglich der positiven Effekte. Das Land wolle an bisherigen Vereinbarungen anknüpfen. Was ist mit den Verträgen? Was ist mit den Vereinbarungen zu Investitionen? Was ist mit dem Zukunftsvertrag? Wir haben etliche Berichtsanträge gestellt, die aufzeigen, dass die Investitionen nicht planmäßig abgearbeitet wurden. Das Land hat trotzdem mit dem Zukunftskonzept einen Investitionszuschuss von 13 Millionen € zugesprochen, um den Klinikbetreiber mit Steuergeldern zu Investitionen zu motivieren, zu denen er teilweise bereits seit über 10 Jahren vertraglich verpflichtet war, meine Damen und Herren. Und während die Schere zwischen den Mitarbeiterzahlen und den Gesamtpatientenzahlen immer weiter auseinanderklafft, verschenkte die Landesregierung unnötigerweise Steuergelder. Und worin resultiert das Ganze heute? Dass sich die Situation mit einer Übernahme noch verschärfen könnte. Noch weniger Personal, noch weniger Bezahlung, keine Mitbestimmung. Wir fordern vom Land, dass es sich in den Verhandlungen verbindlich durchsetzt, dass Kündigungen ausgeschlossen werden, Outsourcing verboten wird, Fachbereiche behalten bleiben, Personal nicht abgebaut und die Versorgung sichergestellt wird. Agieren Sie nicht sorglos und unbekümmert. Das Land hat die Verantwortung für Patienten und für Beschäftigten. Die muss sie endlich wahrnehmen. Die Belegschaft, die setzt
große Hoffnung auf Ministerin Angela Dorn, deren Wahlkreis in Marburg liegt. Ein erster Versuch, Einfluss zu nehmen, war die Verlängerung der Change-of-Control-Klausel. Das ist leider gescheitert. Das Land versucht nun, Einfluss zurückzugewinnen, indem es einen Investitionskostenzuschuss verspricht. Und hier haben Sie die Chance, zu verhandeln. Das heißt nämlich, Herr May, nicht auf ein Mitspracherecht und einen Sitz zu verzichten. Den haben Sie damals abgegeben, sondern im Gegenteil. Keine Investition ohne Mitsprache und Kontrolle, sondern nur mit verbindlichen Personalmindeststandards, die von uns immer angemahnt und gefordert worden sind, damit sich die Arbeitsbedingungen nicht noch weiter verschlechtern. Werden Sie als Land und Landesregierung Ihrer Verantwortung endlich gerecht? Enttäuschen Sie nicht die Hoffnung der Beschäftigten und auch nicht des Bündnisses gemeinsam für unser Klinikum, das in einem offenen Brief pragmatisches, zeitnahes und wirksames Handeln gefordert hat. Dieser Forderung können wir uns vollumfänglich anschließen. Setzen Sie sich ein für gute Beschäftigung, für gute Versorgung und Patientensicherheit. Krankenhäuser, meine Damen und Herren, sollten grundsätzlich nicht gewinnorientiert sein. Der Auskauf der Medizin an Kapitalgesellschaften gefährdet unser Gesundheitssystem. Das zeigt auch leider dieses Beispiel. Krankenhäuser sollen die Menschen gesund machen. Das muss an erster Stelle stehen und nicht Gewinnmaximierung, meine Damen und Herren. Aber nein, immer noch wird die Privatisierung deklariert als Erfolg, statt einmal einzusehen, dass die Privatisierung ein Verhängnis war. Wir fordern Sie daher auch in einem weiteren Antrag auf, eine Anhörung zur Krankenhauslandschaft durchzuführen, um die Versorgung in Hessen in den Blick zu nehmen, um sie langfristig sicherzustellen, regional vor Ort auf Bedarf reagieren zu können, auch wichtige Vorhaltemaßnahmen und Vorkehrungen für kritische Situationen, für Krisen und Pandemien zu schaffen. Wir hoffen sehr, dass Sie diese, wenn die zur Diskussion steht, nicht ablehnen, so wie die Anhörung fürs UKGM. Wie gut wäre diese Anhörung doch gewesen? Eine solche Anhörung hätte gerade dazu beitragen können, Bilanz zu ziehen, sich ein klares Bild vor Ort zu schaffen. Das haben Sie verweigert und die Situation verkannt und verschlafen. Wenn wir alle in den letzten Monaten etwas gelernt haben, dann doch, dass der Staat die Daseinsfürsorge bzw. Vorsorge seiner Bürgerinnen und Bürger in der Hand behalten muss. Die Börse, der Profit, die Aktien, die Dividenden haben in der medizinischen Versorgung nichts zu suchen. Die letzten Monate haben es nachhaltig dokumentiert. Gesundheit darf man nicht ganz dem Markt überlassen, meine Damen und Herren. Jenseits der Frage aber, was man von der Privatisierung hält, können wir erneut festhalten, die Landesregierung hat im letzten Jahrzehnt ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Die Liste der Punkte ist sehr lang, an denen man sich für Beschäftigte, für Patienten, für Forschung, für Lehre hätte an beiden Standorten mit viel Engagement einsetzen können. Sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung, wir fordern Sie auf, nicht länger der geplanten Übernahme der Rhön AG und des UKGMs durch Aclebius tatenlos zuzusehen und insbesondere nicht länger die Arbeitsverdichtung, den Personalmangel, die hohen Ausfallzeiten, die hohen Überstunden, die Überlastungs- und Risikoanzeigen zu ignorieren. Setzen Sie sich endlich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen am UKGM verbessert werden. Und wir erwarten mehr Transparenz und eine zeitnahe Information, kein weiteres geheimes Zukunftspapier. Am wichtigsten ist es uns aber, und deswegen wiederhole ich mich gerne, setzen Sie sich für die Interessen der Patienten und vor allen Dingen von den Beschäftigten sowie für Forschung und Lehre ein. Denn die Patienten und die Beschäftigten, und das sage ich noch einmal ganz deutlich, sollten immer Vorrang vor den Interessen einer Aktiengesellschaft haben, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, weil die Beschäftigten am UKGM, die teilweise bis zu der Grenze ihrer Erschöpfung arbeiten, immer ihr Bestes für die Versorgung ihrer Patienten gegeben haben und geben werden. Dafür können wir nicht genug danken.
Aber bei diesem Dank darf es eben nicht bleiben. Die Landesregierung muss sie jetzt endlich und künftig bestmöglich unterstützen. Denn das haben Sie mindestens verdient, meine Damen und Herren. Denn Sie halten unser Gesundheitssystem am Laufen. Bis heute aber ist der erste Schritt dazu noch nicht getan, die berechtigten Sorgen und Ängste der Beschäftigten wahrzunehmen. Da möchte ich nur noch einmal, wie eben schon erwähnt, an die Diskussion aus dem Dezember erinnern. Uns haben gestern erst die anderen Kollegen aus dem Sozialbereich auch. Frau Abgeordnete Dr. Sommer, der angekündigte Schluss muss jetzt kommen. Haben uns E-Mails von Ärzten erreicht. Die fühlen sich von Ihnen im Stich gelassen. Deswegen nehmen Sie die Sorgen der beschäftigten Ärzte statt wegzuwischen. Wir appellieren noch einmal an Sie. Bitte ändern Sie Ihren Kurs und tragen Sie endlich Verantwortung. Danke schön. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für eine Kurzintervention hat sich der Abgeordnete May von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin von der Kollegin Dr. Sommer ja direkt angesprochen worden. Von daher habe ich das mit der Kurzintervention genommen, um auf die Fragen zu antworten. Ich möchte aber, bevor ich darauf antworte, meine Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Sie können ja dann bei der Erwiderung vielleicht die Gelegenheit nutzen, darauf einzugehen. Erste Frage, ich führe Sie gerade noch einmal zur Erinnerung. Wann ist Ihrer Meinung nach die Bedingung eingetreten, dass die Change-of-Control-Klausel eingetreten ist? Zweite Frage. Wann gab es das von Ihnen behauptete Verkaufsangebot an das Land Hessen? Und die dritte Frage. Was wollen Sie eigentlich anders machen, als den Verhandlungsweg zu bestreiten, so wie wir das als Landesregierung wollen? Wollen Sie den Weg gehen, so wie die Linkspartei? Also, es hörte sich ja zeitweise so an, mit so Allgemeinplätzen, die Sie da in Richtung Aktiengesellschaften und Gesundheit dargelegt haben. Aber da müssten Sie das auch einmal ausbuchstabieren. Ist das Ihre Haltung? Ist das Ihr Antrag? Das müssten Sie dann schon einmal hier darlegen. Aber dann müssen Sie es auch durchaus, glaube ich, mal durchbuchstabieren. So, und jetzt haben Sie gefragt, wie denn sozusagen die Haltung der GRÜNEN zu der ganzen Sachfrage ist. Ich habe deutlich gemacht, wir sehen die Optionen, die wir als Landesregierung haben, auf dem Verhandlungsweg. Wir haben den Verhandlungsweg gegenüber einem privaten Eigentümer, haben dazu gewisse Hebel, nämlich Investitionskostenzuschüsse, Trennungsrechnung und so weiter, kennen Sie alles. Wir setzen auf den Verhandlungsweg. Aber ich sage auch ganz klar, wir müssen jetzt verhandeln aufgrund einer Sachlage, die wir als GRÜNE nicht gewollt und auch nicht beschlossen haben. Wir haben die Privatisierung abgelehnt und haben unsere Haltung nie verändert. Die Privatisierung des UKGM ist aber Fakt. Und damit muss man umgehen. Man kann nicht so tun, als ob es es nicht geben würde. Von daher frage ich Sie noch einmal, was würden Sie anders machen? Wann gab es das behauptete Eintreten der Change-of-Control-Klausel? Und wann gab es das behauptete Kaufangebot an das Land Hessen? Das müssen Sie hier schon klären, wenn Sie das in der Öffentlichkeit behaupten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. May. Frau Dr. Sommer, möchten Sie? Gut, dann bitte schön, 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr May, ich habe ja eben schon einmal am Anfang gesagt, dass es mehrere Überbietungswettbewerbe gab. Und da hätte man als Land sich schon einschalten können und noch einmal mit den Beteiligten sprechen können. Und wir haben Sie 2017 darauf hingewiesen, dass es dort Möglichkeiten hätte geben können. Es gab Verhandlungsmöglichkeiten 2017, als dort der Überbietungswettbewerb der verschiedenen Aktionäre schon stattgefunden hat. Und unsere Kritik ist vor allen Dingen, dass Sie nicht einmal versucht haben, zu kontrollieren, zu gucken, Ihr Mitspracherecht tatsächlich auszuüben. Denn wenn wir immer nur darauf achten, oder die ungeschönten Mitteilungen der Geschäftsleitung uns
präsentiert bekommen und diesen Glauben schenken, dann wird sich nie etwas ändern. Wir wissen alle, dass im Gesundheitssystem einiges im Argen ist. Und da stimmen wir, glaube ich, alle miteinander überein, dass sich im DRG-System etwas ändern muss, etc. etc. Aber wenn wir eine Landesbeteiligung von 5% haben, dann heißt es nicht, dass ich mich komplett wegducken kann und nicht auf das, was Mitarbeiter und alle aus diesen Standorten an uns herantragen, unter den Tisch kehren kann. Uns geht es darum, wenn es Landesbeschäftigte sind, diese auch gut zu unterstützen und gute Arbeitsbedingungen. Herr Frömmrich, 2017. Ich kann Ihnen gerne noch einmal eine E-Mail verfassen und unsere Pressemitteilungen dazu zuschicken, dass Sie die Verhandlungsmöglichkeiten hatten. Wir stehen dazu. Die Privatisierung war falsch. Sie haben Ihre Kontrollfunktion nicht wahrgenommen und haben auf ganzer Linie versagt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für die Landesregierung hat jetzt die Staatsministerin Dorn das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es sind bewegte Zeiten. Bewegte Zeiten für die Universitätsmedizin in dieser aktuellen Krise ganz im Allgemeinen, aber auch für das Uniklinikum Gießen-Marburg im ganz Speziellen. Denn bei denen kommt noch die Frage der Übernahme hinzu. Ich würde gerne meine Zeit nutzen, um erst einmal etwas zum Allgemeinen zu sagen, denn das erscheint mir in der heutigen Debatte noch einmal besonders wichtig. Am Anfang, und da möchte ich einigen Kolleginnen und Kollegen entsprechend nachkommen, möchte auch ich die besonderen Leistungen würdigen, die aktuell in der Universitätsmedizin in dieser Corona-Krise geleistet werden. Angefangen von Reinigungspersonal über das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was die dort gerade leisten für unsere ganze Gesellschaft, das ist einfach nur außergewöhnlich. Und ja, in dieser Corona-Krise kann man auch noch einmal neu debattieren, ob es richtig ist, dass man im Gesundheitssystem die betriebswirtschaftliche Logik, die besteht, wie stark die ausgeprägt sein sollte. Ja, diese Debatte ist eine wichtige. Die Logik aber, dass man dies allein auf die privaten Träger beschränkt, das springt eindeutig zu kurz. Und genauso springt es zu kurz, dass man die Debatte so führt, wie sie gerade von SPD und Linken geführt worden ist, dass angeblich auf Landesebene hier die wesentlichen Weichen gestellt werden könnten. Was ist denn mit dem Fallpauschalensystem, Herr Kollege Schalauske? Wo wäre denn das zu ändern, das Fallpauschalensystem, das DRG-System? Das ist Bundesangelegenheit. Dann hat sich gerade Frau Kollegin Sommer darüber echauffiert, dass ja die Frage der öffentlichen Hand im Gesundheitswesen gestärkt werden sollte. Ja, wo ist denn entsprechend der Einsatz der Bundesregierung und der SPD-Fraktion, genau dieses zu tun? Sie lagern ganz viele Debatten, die bundesweit geführt werden. Lagern Sie auf die Landesebene hinab. Dabei behalten Sie auf Bundesebene genau die Möglichkeit, im öffentlichen Gesundheitssystem, im Gesundheitssystem insgesamt genau in diese Richtung hinzuwirken. Und wir sollten wirklich über das Gesundheitssystem als Ganzes sprechen. Und da möchte ich auch erst einmal betonen, ich glaube, in dieser Krise und in den Bildern Tag für Tag aus dem internationalen Vergleich können wir erst einmal verdammt dankbar sein, welches Gesundheitssystem wir haben. Es sucht seinesgleichen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass gerade in der Krise deutlich wird, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben. Und die Debatte hat begonnen, und die ist wichtig zu führen. Und wo wir auf Landesebene direkt unseren Einfluss geltend machen können, dann lassen wir ihn auch entsprechend geltend machen. Wir müssen nämlich tatsächlich darüber sprechen, wie wir die Universitätsmedizin
im Gesundheitssystem stärken können. Und das haben wir getan. Wir haben im Hochschulpakt genau hier einen großen Fokus gelegt, damit wir für die kommenden Jahre dieser Herausforderung begegnen können. Für die Frage der Akademisierung von Gesundheitsberufen bis hin zu der Frage, wie Unikliniken ihre Leistungen entsprechend vergütet bekommen, damit sie stärken können die Bereiche Forschung und Lehre. Für all das haben wir uns eingesetzt. Wir setzen uns schon seit Beginn an als Koalition für den sogenannten Systemzuschlag. Denn wir brauchen tatsächlich für die Unikliniken auf Bundesebene eine bessere Finanzierungssäule. Und genau das machen gerade alle Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister, ganz unabhängig der Parteifarbe. Dieses Thema ist unglaublich wichtig, das zu erreichen gegenüber der Bundesregierung. Und jetzt kommen wir noch in diese Corona-Krise dazu und der Frage des Krankenhausentlastungsgesetzes. Und auch hier haben wir wieder eine systematische Benachteiligung in Universitätsmedizin, die uns als Land im Moment sehr schwer zu Kosten führt, die wir gerade durch den Nachtragshaushalt versuchen müssen abzufedern. Genau hier wäre ein Momentum, in dieser Corona-Krise zu sagen, es muss sich etwas ändern. Und ich bin sehr dankbar, dass es nicht eine alleinige Anstrengung der Wissenschaftsministerin ist, sondern der gesamten Landesregierung, dass wir hier weiterkommen in dem Dialog mit dem Bund. Jetzt zu der Frage der Übernahme von Rhön. Jetzt sind die Belastungen tatsächlich aktuell in der Krankenhauslandschaft schon sehr, sehr hoch. Und jetzt kommt es noch zu Veränderungen bei den großen privaten Klinikbetreibern, die auch das UKGM betreffen. Ich muss aber auch an dieser Stelle mal sagen, diese geplante Übernahme der Rhön Klinikum AG führt deutschlandweit bei allen betroffenen Kliniken zu Fragen. Und ja, in Hessen führt es noch einmal zu besonderen Fragen, weil beim Universitätsklinikum natürlich noch einmal eigene Aspekte berücksichtigt werden müssen, insbesondere weil es hier darum geht, dass verfassungsrechtliche garantierte Freiheit von Forschung und Lehre, dass die berührt ist, das Zusammenwirken von Klinikum und Universität. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und deswegen sind wir seit den ersten Tagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Linksfraktion, seit den ersten Tagen im Kontakt mit Asklepios, in Kontakt mit den Betriebsräten, in Kontakt mit Verdi und mit beiden Universitäten, weil dieser Prozess wir nämlich sehr, sehr intensiv begleiten. Das darf ich im Namen vom Finanzministerium und unserem Haus tun, weil wir das sehr partnerschaftlich und gemeinsam machen und sehr konzentriert. Und deswegen war es ein wichtiges Signal, dass Asklepios direkt nach Bekanntgabe des Übernahmeangebotes das Interesse deutlich gemacht hat, mit uns sich auszutauschen. Das war wichtig. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind in diesen Austausch gegangen. Wir informieren uns. Wir vermitteln die Anliegen der Beschäftigten. Wir machen deutlich, wie es auch gerade mein Kollege von der CDU gesagt hat, welche vertrauensbildenden Maßnahmen auch aus unserer Sicht notwendig wären. Wir machen unsere Landesinteressen deutlich. Und nur weil wir nicht hinter jedem Gespräch eine Pressemitteilung gleich verfassen, was wir gerade gesprochen haben, Herr Kollege Schalauske, heißt es nicht, dass wir nichts tun, sondern wir führen genau diese Gespräche und sind sehr verantwortlich dabei, diese Interessen geltend zu machen. Und jetzt steht wieder einmal politisch die Frage im Raum, ob die Entscheidung der Privatisierung richtig war. Die Regierung tragen zwei Fraktionen, die haben in dieser Frage eine unterschiedliche Ansicht. Und gleichzeitig gilt aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir über 15 Jahre später die Debatten zur Privatisierung immer noch genauso führen wie vorher, wenn wir weitestgehend darin verharren, dass wir die Entscheidung der Vergangenheit beklagen, dann werden wir dieser komplexen Herausforderung überhaupt nicht gerecht und schon gar nicht den Beschäftigten, den Menschen, die sich Tag für Tag da in der Forschung engagieren, und den vielen Ärztinnen und Ärzten. Wir werden diesen damit nicht gerecht mit diesen Debatten. Und wenn ich es ganz persönlich sagen darf, ja, ich persönlich halte die damalige Entscheidung für falsch, aber meine Verantwortung als Ministerin ist es, genau dieser Herausforderung jetzt gerecht zu werden. Und genau das eint uns dann in der Koalition. Uns eint es, dass wir getragen sind vom Willen und von der Anstrengung, das Bestmögliche im Sinne der Patientinnen und Patienten zu erreichen, im Sinne der Beschäftigten und im Sinne von Forschung und Lehre. Genau das eint uns. Und jetzt scheinen SPD und LINKE schon sicher zu sein, dass eine Übernahme von Asklepios negativ für das Universitätsklinikum Gießen-Marburg wäre. Ich warne vor voreiligen Bewertungen. Denn für uns gilt, es gibt bestehende Verträge. Daran ändert erst einmal eine Übernahme überhaupt nichts. Alle Verträge, an denen die UKGM GmbH beteiligt ist, bleiben in Kraft. Und ich kann für die Landesregierung sagen, egal, wer uns gegenüber sitzt, am Verhandlungstisch. Wir verhandeln für einen starken Medizin- und Uniklinikstandort Mittelhessen.
Genau das tun wir Tag für Tag, Woche für Woche. Und diese Frage Gesellschafterversammlung, natürlich wird die einberufen. Die haben wir letztes Jahr einberufen, die werden wir jetzt in Kürze wieder einberufen. Das tun wir. Ich weiß gar nicht, warum dieser Stereotyp kommt, das würden wir nicht tun. Was machen wir noch? Wir werden den Prozess, den wir im letzten Jahr begonnen haben, fortsetzen. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit dem Finanzministerium Gespräche mit dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg geführt, mit den Eigentümern geführt. Und die dienten der Vorbereitung für vertiefende Gespräche zur Weiterentwicklung des Zukunftspapiers und der Trennungsrechnung. Diese Gespräche haben wir geführt, und an denen wollen wir ansetzen. Und jetzt kommen wir einmal zu dieser sagenumwobenen Change-of-Control-Klausel. Sagenumwoben, weil ich fürchte, dass die SPD-Fraktion sie noch nicht verstanden hat. Die Change of Ich ziehe das gar nicht ins Lächerliche. Ich ärgere mich darüber, dass der Bevölkerung in Mittelhessen suggeriert wird, wir hätten eine Möglichkeit gehabt, das Universitätsklinikum anhand der Change-of-Control-Klausel zurückzukaufen. Die gab es nie, Frau Kollegin Sommer. Ich ziehe das gar nicht ins Lächerliche. Das ist eine Klausel, die durchaus von großer Bedeutung ist, überhaupt keine Frage. Aber sie ist nie eingetreten, weil es diesen Anteilsveränderung über 50% in der Vergangenheit nicht gab. Und ja, wir haben als Landesregierung im letzten Jahr rechtzeitig vor Auslaufen ein Interesse angemeldet, unser Interesse bekundet, dass wir diese Change-of-Control-Klausel gerne verlängern würden, und haben sozusagen versucht herauszufinden, ob das in welchem Rahmen das möglich wäre, unter welchen Bedingungen. Und dann wurde uns von der Gegenseite gesagt, da gibt es kein Interesse daran, da brauchen wir nicht anfangen zu verhandeln. So einfach ist die Sachlage. Und das kann man jetzt beklagen, das verstehe ich. Aber so ist es nun einmal, wenn man Verträge vorliegen hat. Die sind entsprechend mit Befristungen versehen. Und dann, wenn man sie ändern möchte, braucht man zwei verschiedene Beteiligte, die das verändern wollen. Und diese gemeinsame Veränderungswillen, den gab es nun einmal nicht. Und deswegen arbeiten wir jetzt hartnäckig weiter. Ich darf Sie gleichzeitig an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich komme bald zum Schluss. Wir setzen nun die Gespräche in neuer Eigentümerstruktur fort, um an dem bestehenden Übereinkommen, insbesondere an dem gelungenen Zukunftspapier, anzusetzen. Und ich darf noch einmal erinnern, welche Ergebnisse das Zukunftspapier hat, weil einige Forderungen, hat Herr Kollege Daniel May schon gesagt, die sozusagen jetzt gefordert sind, waren ja genau entsprechend die Errungenschaft in dem Zukunftspapier, hat übrigens eine feste Laufzeit bis 2021. Feste Laufzeit heißt, bis dahin gilt es auf jeden Fall. Und danach läuft es nicht einfach aus, sondern da müsste es einseitig gekündigt werden. Das ist auch noch einmal wichtig, vielleicht, damit Sie auch ein wenig Sicherheit auch in die Bevölkerung tragen können. Zu was haben wir uns damals miteinander vereinbart? Das UKGM hat ein Investitionsprogramm von mindestens 100 Millionen € sich verpflichtet. Es hat im Sinne der Beschäftigten zugesichert, dass es in den kommenden Jahren auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten möchte. Das, was Sie gerade gefordert haben, ein Ausgliederungsverbot, das haben Sie gerade gefordert, darauf hat es sich verpflichtet, und eine Übernahmegarantie für Auszubildende. Genau von diesen Bestandteilen wird die Universitätsmedizin, wird der Krankenhausversorgungsbetrieb auf Jahre profitieren. Und deswegen bildet aus unserer Sicht dieses Zukunftspapier eine sehr gute Grundlage, um genau diesen konstruktiven Entwicklungsprozess, die Möglichkeit, die wir sehen, als auf der Handlungsebene gemeinsam als Koalition, genau hier weiter das aktiv zu fördern. Wir gehen davon aus, dass auch die künftigen Eigentümer ein großes Interesse daran haben, genau diese Zukunft des Uniklinikums im Gespräch mit uns, mit dem Land zu gestalten. Wir sind bereit. Wir gehen ergebnisoffen in diese Gespräche. Wir sind bereit, ergebnisoffen über die Neuregelung der Trennungsrechnung zu sprechen, ergebnisoffen zu sprechen über die Weiterentwicklung des Zukunftspapiers, ergebnisoffen über die Gewährleistung der Einflussmöglichkeiten des Landes und ergebnisoffen über die Frage weiterer Investitionsförderung. Das alles zeigt, wir übernehmen Verantwortung für die Stärkung von Forschung und Lehre, für die Patientinnen und Patienten, für die Forschung und Lehre und am Ende für die Beschäftigten und damit für die ganze Region. Das ist unsere Arbeit im Hintergrund. Und weil wir nicht jeden Tag darüber reden, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht stattfindet. Und eigentlich, wenn Sie den Dringlichen Berichtsantrag gelesen hätten, hätten Sie auch einiges von dem, was ich heute gesagt habe, auch schon verstehen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Schalauske von der linken Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin.
Jetzt sind in der Debatte ein paar Punkte genannt, da muss man schon auch noch einmal drauf eingehen. Zum einen ist jetzt von mehreren Rednern vorgeworfen worden, und Frau Ministerin Dorn hat es auch wiederholt, dass wir das System der Fallpauschalen nicht als ein Problem und als eine zentrale Ursache für Probleme im Gesundheitswesen benannt hätten. Das stimmt so nicht. Wenn Sie mir richtig zugehört hätten, hätten Sie die Formulierungen gehört, dass es eben dieses betriebswirtschaftliche Instrument ist, das für Kostendruck, für Fehlanreize sorgt und dass man das System der Fallpauschalen überwinden muss. Und wenn Sie da mit uns einer Meinung sind und wenn Sie dieses System auch beklagen, dann frage ich mich doch, wo sind die Initiativen der Landesregierung, auch in Richtung Bund Einfluss zu nehmen, dass diese Fehlanreize überwunden werden? Wo sind die Initiativen der Grünen? Wo sind die Initiativen der CDU? Wenn sogar die FDP Korrekturbedarf sieht, wo sind denn Ihre Initiativen? Und ansonsten, Frau Ministerin, lade ich Sie gerne ein. Es gibt ja ein gesellschaftliches Bündnis, das das Fallpauschalensystem zugunsten einer bedarfsgerechten Finanzierung überwinden will. Da können Sie sich sicherlich mitmachen. Da wären Sie als Mitstreiterin sehr gut aufgehoben. Also machen Sie da mit, wenn Sie das Fallpauschalensystem als Problem empfinden. Herr May, Sie haben jetzt noch einmal die Change-of-Control-Klausel so ein bisschen despektierlich dargestellt. Die Debatte um die Frage Rückführung und so, das sei ja nichts. Die LINKEN, die wollen da eine Enteignung. Das sei überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und es würden Behauptungen über die Change-of-Control-Klausel angestellt, die gar nicht stimmen. Das stimmt ja alles so gar nicht. Lesen Sie doch da auch noch einmal deutlich unseren Antrag. Das Interessante ist aber, was weder der Herr May als Vertreter der GRÜNEN noch die Frau Ministerin von den GRÜNEN, Frau Dorn, gesagt haben. Sie haben zwar gesagt, dass Ihre Haltung immer privatisierungskritisch war. Und im Übrigen, die Anträge, die Sie hier vor 2013 im Landtag gestellt haben, tragen auch eine ganz andere Sprache als jetzt, wo Sie an der Regierung sind. Aber Sie haben nicht über die Frage gesprochen, was Sie denn für Schritte aus dieser Haltung ableiten. Und da frage ich ganz konkret, wenn Sie die Situation nicht nur beklagen wollen, wo waren denn, Herr May, Ihre Initiativen, den Einfluss des Landes auf das Klinikum wieder substanziell zu erhöhen? Wann haben Sie denn unabhängig von der Change-of-Control-Klausel Verhandlungen geführt, die Anteile des Landes am UKGM wieder zu erhöhen? Wann haben Sie versucht, auf die Aktionärsübernahmeschlachten beim Rhön-Konzern Einfluss zu nehmen? Haben Sie einmal darüber nachgedacht, Aktienanteile da zu erwerben, um den Einfluss des Landes zu erhöhen, um eine Sperrminorität zu erlangen, um auf die Unternehmensentscheidungen Einfluss zu nehmen? Das haben Sie alles nicht getan. Stattdessen werfen Sie, ohne große Zugeständnisse zu bekommen, dem Konzern immer mehr Millionen hinterher. Und das ist keine verantwortliche Haltung. Das ist keine wirkliche Haltung in der Frage Rückkauf. Das sollten Sie einmal bei sich anfangen, anstatt hier anderen etwas vorzuwerfen. Und wenn Sie dann sagen, dass wir uns auf das Zukunftspapier, wie es ja so schön heißt, von 2017 beziehen, dann will ich Ihnen mal etwas sagen zum Zukunftspapier. Das, was Sie damals bekommen haben, keine betriebsbedingten Kündigungen, kein Outsourcing und eine Übernahmegarantie für Azubis, da hatte der Rhön-Konzern zu diesem Zeitpunkt gar nichts anderes geplant. Für den Rhön-Konzern war das angesichts von Pflegemangel eine Selbstverständlichkeit, sich auf diese Zusprachen einzulassen. Aber das Problem, das entsteht eigentlich jetzt, wo Asklepios kommt. Und wenn Sie nicht wissen, dass mit Asklepios Probleme drohen, dann hören Sie doch einmal auf das, was die Kolleginnen und Kollegen von Gewerkschaften von Verdi sagen. Asklepios macht Ausgliederung. Asklepios missachtet die Tarifverträge. Asklepios missachtet die betriebliche Mitbestimmung. Wenn dieses Zukunftspapier auch nur irgendeinen Wert haben soll, dann müssen Sie das gegenüber Asklepios durchsetzen. Weil für den Rhön-Konzern war es unter anderen Bedingungen eine Selbstverständlichkeit. Hier müssen Sie Haltung beweisen. Das müssen Sie einfordern. Und wenn dann die FDP zu Hochform aufläuft wegen unserem Antrag, dann freut uns das sehr. Da haben wir Sie sozusagen ideologisch, glaube ich, an der richtigen Stelle gekniffen. Ich will Ihnen aber noch einmal etwas sagen. Sie haben gesagt, Sie freuen sich über die großen Bitte? Sie freuen sich über die großen Unternehmen im Gesundheitswesen. Worüber Sie dabei nie sprechen, sind die Gewinne,
die aus der Patientenversorgung erzielt werden, die aus dem Krankenhaussystem quasi abgeschöpft werden. Der Rhön-Konzern 87 Millionen 2015, 58 Millionen 2016, 36 Millionen 2017, 51 Millionen 2018. Herr Abg. Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. 44 Millionen 2019. Was hätte man mit diesem Geld alles Sinnvolles für die Gesundheitsversorgung machen können? Stattdessen landet das in den Taschen der Aktionäre für die Dividenden. Das wollen wir nicht haben. Und, Frau Ministerin, ich komme zum letzten Satz. Wenn Sie Haltung beweisen wollen, wenn Sie Gespräche führen wollen, dann frage ich Sie, wann beantworten Sie den offenen Brief des Aktionsbündnisses? Wann sprechen Sie mit den ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus Gewerkschaften, aus Parteien und aus der Belegschaft? Die warten nämlich auf Ihre Rückmeldung. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abg. Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch einmal daran erinnern, 2013 gab es die erste Übernahmeschlacht, und da waren es vor allen Dingen auch Sie, liebe Kollegin der von Bündnis 90 die Grünen mit ihrer Kollegin Schulz-Asche, die damals ein Gesamtkonzept gefordert haben, nämlich zu schauen, welche Optionen hat man denn mit der Trägerschaft. Soll es tatsächlich in privater Hand bleiben, oder soll es ein Rückkauf sein, Übergabe an gemeinnützige Trägerschaft? Das waren Sie, die das gefordert haben. Und 2017, Sie können es nachlesen in der Drucksache 19, da geht es nämlich um die Änderung der Aktionärsbestände. Da gab es eine Aufstockung der Anteile der Großaktionäre über 50%. Und da haben wir Sie gefragt, ob Sie sehen, ob ein Heimanfall oder Rückkaufabtretungen da sind. Sie sind diejenigen gewesen, die gesagt haben, nö, das sehen wir so nicht. Und Sie haben den Einfluss, den Sie hätten nehmen können, nicht genommen, meine Damen und Herren. Für uns ist Gesundheitsversorgung Daseinsvorsorge. Und ich möchte noch einmal betonen, dass Sie hier Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dafür haben, dass Patienten und Patientinnen gut versorgt sind. Und Sie können da etwas tun. Wir sind uns alle einig, dass das DRG-System geändert werden muss. Das steht nicht zur Debatte, Frau Ministerin Dorn. Sie aber als Land können etwas tun, ganz direkt. Es gibt nämlich eine Krankenhausfinanzierung, und da geht es um Investitionen, und die werden vom Land getätigt. Das sind etwa 300 Millionen € in Hessen. Davon sind 18,4 Millionen originäres Landesgeld. Von 300 Millionen € sind es 18,4 Millionen € originäres Landesgeld. Da könnten Sie sich engagieren, denn den Hauptteil tragen die Kommunen mit 130 Millionen € und 120 kommen dann noch aus dem KFA, meine Damen und Herren. Also, gerne reden wir mit Ihnen darüber, was das Land Hessen alles tun kann, damit sich die Krankenhauslandschaft hier in Hessen, dass wir die gesundheitliche Versorgung aufrechterhalten und eine gute Krankenhauslandschaft für die Patientinnen, für alle Hessen und Hessinnen bereitstellen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wenn niemand widerspricht, würde ich die Anträge 36 mit der Drucksache, ich warte noch ein bisschen, mit der Drucksache 20/2669 und den Antrag 48 der SPD mit der Drucksache 20/2687 zur weiteren Beratung in den BKA überweisen. Gut, dann machen wir das so. Ehe ich jetzt zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung komme, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir gestern verabredet haben, dass keine Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich im Plenarsaal aufhalten sollen. Bei der AfD ist es mir jetzt wiederholt aufgefallen. Ich möchte noch einmal darum bitten, das auch zu beachten.